Der Mülls hat sie wieder. Ihre Schneekönigin für das Jahr 2016 heißt Desiree Plessing. Mit einer sehr abwechslungsreichen Show wurde das Publikum wieder kurzweilig unterhalten und die drei Finalistenteams bewiesen sich in ihren kurzfristig mit Ex-Schneekönigin Natalie Buda einstudierten Choreografien als kleine Bühnentalente. Auch in diesem Jahr traten die Damen wieder mit ihren Herren auf, die die jeweiligen Herzensdame im Kampf um das begehrte Krönchen tatkräftig unterstützten. Heuer schafften es aufgrund ihres Engagements Desiree Plessing mit Partner David, Tascha Adamson mit Fabian und Vanessa Barker mit Bühnengefährte Richard in das Finale nach der Mülls. Schon traditionell wurden die drei Wertungsdurchgänge in eigener Galamode und je einem Durchgang in Skimode und Skiunterwäsche vor Publikum und Jury sehr lebendig präsentiert. Die große Herausforderung war dann der Personality-Durchgang, bei dem jedes der drei Teams eine eigene Performance zum Besten geben musste. Für weitere Showblocks der Extraklasse sorgte der Champion der Pointen, Worte und Magie Martin Kosch aus Graz, der mit seinem Zauber- und Kabarettprogramm alle Register seines genialen Könnens zog und mit viel Applaus gefeiert wurde. Absolut gelungen sind auch die zwei Überraschungswertungsdurchgänge der Teams mit Karin Natter alias Nabila, die ein orientalischer Tanz von den Damen nachgeahmt werden musste. Ich finde die Veranstaltung Die Schneekönigin wunderbar. Es ist ganz toll, dass man in unserem Land eine solche Tradition pflegt, zum Schneekönigin im schneereichsten Dorf der Welt zu wählen. Das finde ich ganz toll. Es sind tolle Künstler da gewesen und man hat sich wirklich Mühe gegeben. Auch die Anwärterinnen haben sich wahnsinnig viel einfallen lassen. Echt Spitzenleistung. Für die Herren gab niemand geringerer als der neue Schwarzenegger Mr. Universe Rainer Stoß sein Weltmeisterschaftsposing zum Besten, das dann zum Gaudium aller von den drei Teamherren lustig kopiert wurde. Aufgrund der fehlenden Masse blieb es dann aber nur beim Versuch, allerdings mit sehr hohem Unterhaltungswert. Ja, war eine tolle Veranstaltung, war sehr viel Liebe und Herz dahinter und eine tolle Stimmung. Ich finde es immer schön, so etwas, und es ist halt auch schön, ihn so können zu sehen, dass er auch so gefragt ist und Auftritt haben darf. Und eben auch, wenn es mit Kindern zu tun hat und auch im kleineren Rahmen, es muss ja nicht immer so pompös sein, ist es schön. Traditionell um Mitternacht verkündete Tourismusdirektor Pascal Kaiser den äußerst knappen Punkteverlauf und Ex-Schneekönigin 2015 Jeanette Lukowniak übergab ihr Krönchen verdient an die 22-jährige Bürserin Desiree Plessing mit ihrem Partner David. Es ist einfach überwältigend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben einfach so ein super Team gehabt. Wir sind überhaupt gar Konkurrenz gewesen, sondern wir haben einfach neue Freundschaften geschlossen. Und wir haben auch alle drei Schneekönigin-Finalistinnen gesehen. Wir machen weiter auf jeden Fall für die Kinder mit Handicap. Und an dem blieben wir alle drei dran. Egal, ob ich jetzt Krönele habe und die anderen nicht. Platz 2 ging an Tascha und Fabian und den dritten Platz mit nur 11 Punkten Differenz zum Gewinnerpaar ging an Vanessa Barker und Richard. Alle Teilnehmer genießen nun gestaffelt nach Punkten viel Genussurlaub und Wintersportmöglichkeiten im Schneereich der Mülls. Also ganz tolle Vorbereitungszeit war jetzt mit der ganzen Schneekönigin, die dabei waren. Die Rundflüge, die wir gemacht haben mit dem Rundflugteam von Hohenems. Natürlich bei uns die Vorbereitungen da. Wir haben mehrere Treffen gehabt, unter anderem sind wir im Palast in Hohenems. Man hat sich natürlich in der Mülls wieder getroffen und heute Abend haben wir sie gekürt, die neue Schneekönigin. Und es ist knapp ausgegangen, aber ich bin glücklich und zufrieden mit der neuen Schneekönigin. Ja.